Hello everyone, welcome to a new multilingual video. Where is this video about? Practicing languages with people. How can you improve languages? How can you get out of your comfort zone? Don't worry about making mistakes, that's important. And you guys can also tell me if I make any mistakes. Just tell me so I can improve. Let's go for it. Okay. Yeah. Zou je nu misschien met mij ook make-up op kunnen doen? Of mijn haar zou kunnen? Nee, dat meen ik. Ik zou het kunnen doen. Want... So, I'm with this guy right here. So, hi, I'm from I live in Germany, and I am here for 2 days to make holidays. And I didn't think I meet this guy who speaks 28 languages or 29 languages. Yeah, all on different levels. His videos on YouTube. How many videos I saw from you? 20, 30 videos or something. Yeah. It's awesome to meet you, guy. What's the definition in it? Bilingual or? أنا أحب اللغة كثيرة. أبوك مغربي ولا أمك؟ أبا من هولندي لكن ماما مغربية. نعم. أوه أنت تعرف. نعم. لكن أنا أيضا أريد أن أكل الشاي أو القهوة معك و. أنت من جرمانيا نعم؟ من ألمانيا يعني يقولوا في الدارجة يقول ألمانيا نعم جرمانيا إيه أنا ولدت في جرمانيا أنت تحب الجرمانية؟ أحبها إيه نعم؟ كيف بلادي يعني ما اسمك أنا لا أعرف اسمي محمد محمد أنا فالتر و يا أنا أحب عبد يافا من الناس من المغربية أيضا وأنا أيضا كنت في مصر و اليوم أنا أريد أن أنا أتعلم الصيني أنا أدرس الصيني لأن لغة جميل جدا سبحان الله قديش لغة تحكي أنت نعم والله سبحان الله أنت الأول اللي انطلاق اللي يحكي 29 لغة سبحان الله أنا شكرا wonderful and shocking in the same. Yeah. To meet you guys. Also, aber du sprichst auch Deutsch. Also, ja, ich kann auch sagen, dass mein Arabisch ist nicht so gut eigentlich. Also, ich muss das gerne verbessern. Ist besser als meins. Ja, wirklich? Ist besser als meins auf jeden Fall. Aber ich bin ja marokkanisch erzogen, deswegen. Ja, das weiß ich ja. Ja. Auf Arabisch sagst du Tahki. Ja. Ja. Also wieder komplett andere Dings. Aber ich liebe diese Erfahrung zum Beispiel, auch wenn ich zum Beispiel erst ein Projekt habe und dann Leute kennenlernen kann. Ich kann auch sagen, das ist immer sehr gut. Also ich liebe das, wenn ich Leute motivieren kann und also wenn ich die Leute dann hier in der Straße anschauen kann und ein bisschen Sprache üben kann, das liebe ich immer. Ja. Ja, das ist auch super. Also wie gesagt, ich bin 2 Tage hier. Ich habe gestern noch gedacht. Ich habe noch überlegt, siehst du den vielleicht? Oder? Wirklich? Aber so Gott will, habe ich dich gesehen. Irgendwann, wo ich hier durchgekommen bin, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das ist wunderbar. Das ja, ist wunderbar. Du hast ja gesehen, wahrscheinlich, wie ich da gestanden habe und geguckt also, habe. Also ich habe auch Respekt vor dir, weil ich kann auch sagen, dass ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht einfach ist. Also ich habe auch ein paar Mal in meinem Leben habe ich Leute geschaut und ich habe gedacht, ich kenne diese Leute und dann war ich ein bisschen ängstlich, diese Leute, wie sagst du das, zu treffen und anzusprechen. Ja, das stimmt. Und dann habe ich keine Berührungsängste. Aber das hat Bedeutung, also sehr viel Respekt und mein Herz ist immer, ich habe sehr viel Positivität in meinem Herz, wenn Leute glücklich sind, Sprachen zu lernen und Kulturen lieben. Also das ist auch, was ich immer liebe. Wenn ich Sprache lerne, ich liebe diese Kulturen und diese positive Aspekten zu schauen, wenn ich Kultur schauen kann. Also. Aber deine YouTube-Videos, man sieht ja auch bei dir, dass du ein fröhlicher und lieber Mensch bist. Deswegen gucke ich ja deine Videos. Ah, danke schön. Also wenn du nicht irgendwie sympathisch wärst, dann würden die Leute ja auch nicht deine Videos gucken. Das stimmt. Mensch. Und vor allen Dingen, wie du das machst, ich finde das aber, super. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich selbst sympathisch bin, aber ja, im Allgemeinen lebe ich das auch, wenn eine Person sympathisch ist und auch, dass die Wirklichkeit auch so ist, dass eine Person nicht wie sagst du das? Verändert oder etwas? Oder to change? Erändert? Verändert. Verändert, ja. Ich liebe das nicht, wenn eine Person verändert. Yeah, yeah. Wenn eine Person Videos macht und dann also, diese ganze Personalität verändert, wenn andere Sachen passieren zum Beispiel. Also, das ist schade. Ne? Bleib so, wie du bist. Ja. Selbstentwicklung ist immer wichtig und auch Leute zu treffen. Ja. Auf dem Boden bleiben ist immer wichtig. Immer auf dem Boden bleiben. Genau, ja. Das ist das Wichtigste, aber das ist echt stark, wie gesagt. Dankeschön. Du hast diese Sprachen ja nicht mehr in der Schule gelernt, du hast sie selber zu Hause gelernt. Deutsch habe ich in der Schule gelernt vor 2 Jahren. Also diese andere Sprache habe ich im Allgemeinen zu Hause gelernt. Also auch viele Leute helfen mir jetzt. Also
Ja, zum Beispiel, jetzt kenne ich dir. Wir können auch Kontakt haben. Ich bin öfters hier. Ich habe ja Familie. Das ist sehr gut. Oh, sehr gut. Ja. Oder vielleicht, wenn ich Deutschland besuche oder etwas. Ja, ich liebe es immer. Wirklich gerne. Ja, das ist gut. Ich würde dich gerne Hannover rumführen. Also da hätte ich gar kein Problem mit. Das würde mich sehr gut. Ja, das ist cool, ja. Ja, ja, ja. Ein Kaffee trinken, ja, vielleicht. Das ist gut. Ich zeige dir gerne Hannover. Ja, ja, ja. Am besten kommst du irgendwann im Sommer, wenn das Maschseefest ist. Ja, ja, ja. Das größte Volksfest in Europa. Also ich liebe diese Weihnachtsmärkte auch, aber ich weiß nicht, wie diese Periode entwickeln kann oder wenn das möglich ist. Sprichst du auch andere Sprachen, so Arabisch, Deutsch? Ein bisschen Englisch. Englisch. Englisch, mach mal Englisch, das macht so. Well. Französisch vielleicht? I understand French. Ja, ja, ja. Because my father used to speak with me French when I was small. Ja, ja, ja. But I forgot a lot. I almost don't need to ask it, but can I use it for my channel? Are you okay with that? That's cool, man. That's cool, bro. All right, I met this very happy person right here, and you're from Spain, right? Yes. From which area and what is typical right there? Madrid. Yeah. Oh, okay, cool. Y espero que puedo visitar Madrid también, que es muy interesante. Sí, claro, claro. ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué es importante para mí cuando estoy en Madrid? Madrid o Spain. Madrid, este lugar, esta ciudad que puedo comer por allá, por ejemplo. Me gustan siempre los platos grandes, con mucho cangrejo, con dos empanadas también. Sí, me gusta mucho. It's curious because I think there is one thing that people, I mean, they know, but they don't really actually. Oh, I don't know how to explain it. ¿Podrías hablar español? ¿Qué es el mejor para mí? ¿Podrías? Siempre me gusta comunicar en español. Claro, claro. Pues es que la gente piensa que todo el mundo come lo mismo en todas las partes de España y no es así. No es. Entonces, claro. Por ejemplo, si tú quieres comer paella. Sí. Te vas a Valencia mejor, porque son especialistas en eso. Claro. No te vas a lo mejor a Galicia, en Galicia es el marisco, es en País Vasco las carnes. Hay un montón de sitios que es maravilloso, entonces en Madrid, por ejemplo, puedes comer paella y demás, porque bueno, paella. Al fin y al cabo siempre hay en todas partes, pero para especialidades mejor ir al sitio como de origen. Uh-huh. Y bueno, para comer en Madrid hay muchos sitios, realmente depende de lo que busques. Claro, ya, me gusta siempre muchas cosas. He visitado, por ejemplo, Vietnam y también he comido, por ejemplo, insecta. Ya, siempre creo que es una buena idea para visitar Madrid y he visitado, por ejemplo, también otras partes. Madrid, el centro es muy bonito. Claro. Está siempre en obras. ¿Podría ser mi guía y podría mostrar todo cuando quiero visitar Madrid o no? Tendría que estudiarme un poco porque de historia no sé mucho, pero ¿no sabes mucho sobre historia? No, se me da muy mal. ¿Qué es tu trabajo, por ejemplo, o qué estudias? ¿Qué es tu...? Yo estudié criminología. ¿Criminología? Hay muchos criminales que quieren robar, sí, por ejemplo. Es un problema para muchas personas que tienen miedo y por eso podría ayudar esas personas que tienen miedo para los criminales. Pero tengo mucho respeto para ti, que podrías ayudar al mundo. Claro. ¿Puedo utilizar este video para mi canal? ¿Está bien? Ok, cool.